Also würde ich niemals tragen, ist mir also viel zu fettes Branding. Viel zu fett. Auch wenn es ein bisschen kleiner wäre, wäre es mir, fände ich es nicht schön. Weil das einfach so, einfach fett Peso. So, ich, weiß ich, ist jetzt nicht so meins. Wisst ihr, was wir uns heute übrigens mal anschauen können? Wir können uns heute mal die, wie nenne ich das nochmal? Das Lookbook von Peso anschauen. Das, was Justin hochgeladen hat. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ballert Justin jetzt gar keinen Trailer mehr raus? Oder kommt trotzdem noch ein Trailer? Weil normalerweise war es immer so, ich glaube, das war irgendwie. Warte, Mittwochs? Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kam immer erst der Trailer, dann kam das Vorstellungsvideo und dann kam die Kollektion. Ersetzt jetzt das Lookbook den Trailer? Oder kommt trotzdem noch ein Trailer? Oder ist das ein Trailer? Keine, weil da steht Lookbook. Ich glaube, sonst kam noch nie ein Lookbook, oder? Komm, lass uns das mal anschauen. Geht nur 51 Sekunden. Das ist jetzt, wenn ich mich richtig verstehe, das ist jetzt die Sommerkollektion für dieses Jahr. Die jetzt. Ich bin gerade voll irgendwie raus. Droppt die jetzt bald, oder wie? Seht ihr, wann die droppt? Am 29. Juli. Digga, das ist ja. Das ist nächste Woche Freitag. Krass. Ich hab's irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der Trailer, okay, das ist der Trailer. Ja, dann ist ja auf den Trends. Ich habe mir auch die Instagram-Bilder noch gar. Ich habe wirklich keine Ahnung, was droppt. Das ist jetzt wirklich meine allererste Meinung. Ich habe noch nichts davon richtig gesehen. Boah, aber ich sehe schon. Das hier sind, glaube ich, CPFM Air Force. Oh, so schön. Okay. Wir haben einen Zipper. Ich lasse erstmal auf mich wirken, bevor ich was sage. Sehr geile Location. Ach, das war's. Okay, lass uns mal ganz kurz hier durchgehen. Also erstmal muss ich sagen, es ist cool. Also man sieht auf jeden Fall alle Pieces echt gut. Das ist nicht so wie zum Beispiel bei dieser Fashion Show von Patrick, wenn ich es jetzt vergleiche, die Fashion Show von Patrick, da war alles so richtig hektisch und du hast die Pieces so ganz schlecht nur gesehen. Und hier siehst du auf jeden Fall jedes Piece sehr, sehr schön, auch ein bisschen länger und kannst dir eine Meinung bilden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, weiß jemand, ob das Tanktop dazugehört? Ich glaube, ja, wahrscheinlich schon. Aber hier ist nirgendwo ein Branding, deswegen keine Ahnung. Wir haben die Cap hier. Kann ich jetzt wenigstens sagen, ich bin wirklich gar kein Cap-Träger. Und das hier. Meint ihr, das ist eine Badehose oder eine Hose? Also meint ihr, das ist eine Shorts oder eine Badehose? Irgendwie sieht das für mich mehr aus wie so eine Badehose. Ich weiß es, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Badehose ist, aber vielleicht ist es auch eine Shorts, keine Ahnung. Aber ich fände es auch, also meine Meinung würde einfach eigentlich gleich bleiben bei beiden Sachen. Finde ich nicht so schön. Also, ich finde, ich weiß nicht. Gib mal 1 bis 10 im Chat für die Badehose. Ich muss sagen, ich finde das Branding halt. Das Branding ist also, weiß ich nicht, ich finde es halt viel zu fett. Also, du hast wirklich auf der ganzen Hose steht einmal so Peso. Auf dieser ganzen Hose. Also, würde ich niemals tragen. Ist mir also viel zu fett, das Branding. Viel zu fett. Auch wenn es ein bisschen kleiner wäre, fände ich es nicht schön. Weil das einfach so, einfach fett Peso. So, ich. Weiß ich, ist jetzt nicht so meins. Aber das Tanktop, also ich weiß nicht, ob das Tanktop jetzt dazu gehört, aber das Tanktop sieht cool aus. Die Cap sieht aber auch cool aus. Würde ich aber, glaube ich, nicht tragen, weil mir stehen leider keine Caps. Ich sehe mit Caps aus wie ein Keck. Okay. Meint ihr, die Brillen gehören auch dazu? Wenn ja, sehr geile Brille. Auch eine sehr schnelle Brille, muss man sagen. Vielleicht gehört auch die Kette dazu. Ich weiß es halt nicht gerade. Der Zipper ist cool. Der Zipper ist, denke ich mal, genauso wie der Raw Zipper. Also, es wird, denke ich mal, der Raw Zipper sein. Gibt es einen Raw Zipper in diesem Lila? Aber ich finde es cool. Also hier mit diesem Patch, hier mit diesem Patch auch gestickt. Ist jetzt nichts, wo ich sage, Alter, geisteskrank, aber ist ein cooler Zipper. Also ist ein cooler Zipper. Nein, nein. Ja, okay, dann ist es gut. Dann ist es gut. Wenn es das nicht in den Raws gibt, dann ist es auf jeden Fall gut. Dann hat man doch mal hier was Neues. Ich weiß nicht, ob die Hose. Ist das Camouflage? Oh, nee, die Hose ist von Peso, weil das hier sind nämlich so Ps. Ja, seht ihr, das hier ist so ein P. Ja. Okay, gelbes T-Shirt. T-Shirt sieht cool aus. T-Shirt sehr, sehr cool von hinten. Gefällt mir sehr gut. Nur das Ding ist halt, die Farbe Gelb können halt auch wieder nur. Also, es hat ja einen Grund, warum Justin hier ein dunkelhäutiges Model genommen hat. Die Farbe Gelb sieht halt meistens bei dunkelhäutigeren Leuten oder Leuten, die einfach gebräunt sind, halt geiler aus. Ich bin zum Beispiel viel zu weiß für ein gelbes Shirt. Wird nicht so cool kommen. Nee, Fit ist nicht scheiße. Ich finde, der Fit sieht hier aber gut aus.
Ich bin gespannt, ob das der Fit von den neuen Raws ist oder ob das einfach der normale Peso-Fit ist von den Kollektionen immer. Die Hose wahrscheinlich auch von der Kollektion. Ah, weiß ich nicht. Hier ist so dieses 3D-Dings. Amerika-Flagge. Da kenne ich mich jetzt nicht so. Die Hose ist cool. Die Hose sieht sehr cool aus. Auch coole Waschung. Die gibt mir so ein bisschen Vibes. Kennt ihr alle noch diese Jaded-Hose? Diese blaue Jaded-Hose mit diesen ganzen kleinen Zack, 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 überall. Die mal auch voll im Hype war. Die hatte Justin auch. Kennt ihr safe, oder? Schreibt es bitte in den Chat, dass ihr die kennt. Erinnert mich so ein bisschen an diese Jaded-Hose. Aber die ist halt vom Konzept nochmal anders, weil das hier ist alles so beprintet. Und bei der Jaded-Hose waren das so richtige, so ganz viele kleine, so nicht Löcher, aber so, weiß nicht, wie man das nennt. Bei der Jaded-Hose war das so. So anders einfach vom Ding her. Aber erinnert mich ein bisschen daran. Aber die Waschung ist cool. Schon ist cool. Auch nicht. Ups. Auch die Ps sind nicht. Sind auch nicht zu intensiv. Wisst ihr, was ich meine? Die sind nicht so zu krass. Die sind so ganz leicht nur. T-Shirt gefällt mir auch. Cooles T-Shirt. Sieht cool aus. Boah, bis jetzt bestes Piece. Bis jetzt bestes Piece. Sehr, sehr geile Jacke. Krass. Einfach. Ich glaube, das. Ist das eine Flanelljacke? Kann man das als Flanelljacke gelten lassen? Wenn ja, dann einfach Flanelljacken-Comeback. Digga, wann kam das letzte Mal eine Flanelljacke raus? Aber das ist ja eine Sommerkollektion. Warum bringt eine? Die wird wahrscheinlich sehr dünn sein. Aber auch der Fit geisteskrank. Die Hose von der Waschung passt unfassbar krass. Hemd oder Flanell? Ja, ich würde sagen, das ist ein dünnes Sommerflanell. Ist jetzt, oder? Ja, keine Ahnung. Aber der Fit ist krass. Auch die Waschung der Hose harmoniert unfassbar mit diesem Hemd. Ja, das ist die Hose und das Hemd. Sehr, sehr krass. Ich glaube, die Kette ist aber auch von Peso, oder? Sieht mir ein bisschen hier, das ist doch ein Adler, oder nicht? Mexiko? Ich weiß nicht. Okay, grünes Shirt, wo einmal vorne Exclusive steht. Peso, ja, cooles Shirt. Jetzt haut mich jetzt nicht um, aber ist auf jeden Fall auch ein cooles Shirt. Ist jetzt nicht hässlich oder so. Grüne Cap. Digga, ich weiß nicht, warum. Also Real Talk, warum muss man hier so riesig Peso draufschreiben? Die Hose wäre doch 100 mal cooler, weil die Farbe ist geil, dieses Grün, wenn man irgendwie so klein irgendwo, ich weiß nicht. Oder fühlt ihr das? Chat, seid mal ehrlich, findet ihr das cool, dass hier so auf der ganzen Hose Peso steht? Weil, also ist jetzt nicht so mein Geschmack, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich muss sagen, die Location ist auch geil mit diesem Weg hier. Versteht einer von euch das Kollektionsthema? Also die Kollektion heißt ja Republic. Und auf den sagen sie auch immer Republic drauf. Aber was ist mit Republic gemeint? Die amerikanische Republik? Weil eben auch so Amerika-Sachen auf dem Zipper drauf war? Ich weiß, also, oder was ist damit gemeint? USA. Ja, aber es gab doch letztes Mal schon eine Nevada-Kollektion. Das war doch auch schon USA. Hier mit Nevada. Okay. Aber der Hoodie sieht auch. Der Hoodie sieht cool aus. Ist ein cooler Hoodie. Sieht nice aus. Auch der, ich finde, der rote Balken hier kommt doch irgendwie geil. So als Akzent in diesem roten Stern. Das ist cool. Okay, T-Shirt. Ja, steht mir auch zu fett Peso. Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so der Fan von diesen fetten Brandings. Aber war ich auch noch nie. Ich habe doch immer gesagt, ist natürlich auch alles Geschmackssache. Aber ich bin einfach nicht so der Fan von diesen fetten Brandings. Aber ich finde es auf jeden Fall cool gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass einfach nur auf langweilig da Peso draufsteht. Das ist wenigstens noch cool umgesetzt mit diesen Schattierungen und alles. Hier nochmal das P mit diesen Schattierungen. Ja, nee, die ist nix. Die bringt gar nichts. Aber mich würde echt interessieren, ob auch die Brillen von Peso sind, weil die Brillen sind echt geil. Die Cap sieht aber auch sehr geil aus. Ich bin leider kein Cap-Träger, aber die sieht cool aus. Ja, die Hose wird auch von Peso sein. Die Hose muss man in echt sehen. Ich würde jetzt. Ah, ganz gemischte Gefühle. Die kann safe krass kommen bei dem Fit. Jetzt bei ihm sieht die krass aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit der Hose aussehe wie ein Keck. So, muss man dann gucken. Ja, aber man hat jetzt safe nicht jedes Piece gesehen. Man hat jetzt nur ein paar. Ich glaube, es sind, glaube ich, am Ende des Tages mehr Pieces als, ich glaube, drei T-Shirts und ein Zip-Hoodie und ein Hoodie. So, und ein paar Hosen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen mehr sein. Ich bin wirklich gespannt, ob die Sonnenbrillen von Peso waren, ob die Ketten von Peso waren. Aber ich würde sagen, ich bin sehr gespannt auf das Vorstellungsvideo. Wir werden uns auf jeden Fall das Vorstellungsvideo angucken, um die Sachen nochmal so ein bisschen genauer zu sehen. Aber so erster Eindruck, bis jetzt für mich Favorite Piece, die Jeans und das Flanell. Also der Fit ist 10 von 10. Ich würde sagen, das ist jetzt für mich bestes Piece. Was sagt ihr, Chat? Was ist für euch bis jetzt so? Was ich wirklich gar nicht fühle, also wirklich gar nicht, sind die kurzen Hosen. Die ist wirklich gar nicht meins. Und ich finde den schwarzen Zipper, den hier, finde ich auch nicht so gut. Aber so kann ich jetzt nur sagen, paar coole Shirts. Coole Hoodies, coole Zip-Hoodies, das Hemd, die Hose, geil. Und die kurzen Hosen nicht so geil. Aber ist jetzt, wenn ich ehrlich bin, ist jetzt nichts dabei, wo ich so sage, Alter,
geisteskrank. Mega heftig. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt auf das Vorstellungsvideo und gespannt auf den Release. Ja, ich bin sehr gespannt.